hear the sound razor sharp adamantium claws make when they extract their revenge. They're here. Marvel's X-Men. Willkommen zurück bei Video Gems. Eigentlich wollte ich ja erst ein In-Serie zu den Mega Drive X-Men-Spielen machen. Aber dazu fehlte mir die Zeit. Und ein Bonus-Gems zu Marvels Mutanten auf der Konsole, ja, wäre wahrscheinlich zu oberflächlich geworden. Das wollte ich nicht. Also gibt es jetzt ein richtiges Video-Gems zu X-Men 2 Clone Wars. Bitte keine Star-Wars-Witze. Das Spiel ist der Nachfolger zum 1993 erschienenen X-Men, das ebenfalls auf Mega Drive erschien und von Sega herausgebracht wurde. Allerdings wurde dieser erste Teil von Western Technologies entwickelt und Clone Wars von Head Games. Gleich geblieben ist das Genre. Wir haben hier einen Action-Plattformer, wie es sie damals zuhauf gab. Haut man das Modul in die Konsole und schaltet sie ein, wird man erstmal überrascht. Denn es geht direkt los. Und ich meine direkt. Kein Firmenlogo, kein Titelbildschirm. Level 1, Schneesturm. Ein Panzer kommt auf dich zu. Tu etwas! Welchen von Marvels Mutanten ihr spielt, ist dann übrigens zufällig. Erst nachdem ihr Level 1 beendet habt, könnt ihr euch entscheiden zwischen Cyclops, Wolverine, Psylocke, Beast, Nightcrawler und Gambit. Nachher schließt sich noch Magneto den X-Men an und steht ebenfalls zur Verfügung. Damals ein echtes Feature. Zum Gameplay. Ihr könnt springen, manche Mutanten haben auch einen Doppelsprung, mit euren Fäusten kloppen und natürlich eure Mutantenkräfte einsetzen. Schön ist, dass man mehrere Angriffe zur Verfügung hat. Was die Move-Vielfalt angeht, kommt es zwar nicht an Capcoms X-Men Mutant Apocalypse auf dem Super Nintendo heran, aber es ist dennoch schön, in einem simplen Action-Plattformer verschiedene Angriffe zu haben. Auch cool, eure Mutantenkraft kostet nichts. In den X-Men-Spielen vorher gab es oft Einschränkungen für eure Mutantenkräfte. Hier nichts. Ihr könnt so oft einen Optic Blast raushauen oder teleportieren, wie ihr wollt. Ach, und manche X-Men nutzen ihre Kräfte auch, um an Wänden oder Decken zu klettern. Beast hat auch einen coolen Wandsprung. Außerdem können einige X-Men ihre Mutantenkraft aufladen. Cyclops feuert dann einen noch breiteren Optic Blast ab. Und habt ihr volle Lebensenergie, haut ihr nochmal mehr rein. Und sehr cool, jeder Held steuert sich wirklich anders und hat andere Stärken und Schwächen. Cyclops ist super für den Fernkampf, aber eben nicht so mobil. Nightcrawler dagegen sehr und seine Teleportation hilft ungemein beim Plattforming. Wolverine kann etwas Lebensenergie zurückbekommen, Magneto kann sogar schweben. Gut nur auf der Stelle, aber es gibt Situationen, wo das wirklich hilft. Wie auch immer, ihr habt in dem Spiel sehr viele Optionen zur Verfügung, die Levels anzugehen. Also, entscheidet euch für einen der X-Men nach Level 1 und los geht das Abenteuer. Ja, ganz kurz zur Story. Eine böse außerirdische Rasse namens die Phalanx sind wieder mal da und führen nichts Gutes im Schilde. Erst haben diese technoorganischen Bösewichte eine Sentinel-Fabrik infiltriert und dann auch noch Avalon, Magnetos derzeitige Basis im Weltall. Das sind auch quasi die ersten 2 bis 3 großen Abschnitte. Danach besucht ihr eine Pyramide von Apocalypse, das wilde Land, ein Phalanx-Schiff, eine Klonfabrik und ja, noch mehr. Das Spiel ist umfangreich und bietet viel Abwechslung. Egal ob die Levels mit ihren verschiedenen Mechaniken oder die Endbosse. Hier wird einem nicht langweilig. Man muss immer auf der Hut sein. Ein Beispiel. In der Sentinel-Fabrik müsst ihr erstmal diverse Computerpanels zerstören, um damit die Türen zu öffnen. Erst dann kommt ihr weiter. Nachher geht es zum Boss, habt ihr den besiegt? Ja, dann müsst ihr Stoff geben und verduften, denn die Fabrik wird gleich explodieren. Oder Magneto, den ihr erst in einem Kampf überzeugen müsst. Den könnt ihr am Anfang gar nicht verletzen. Der jagt euch quer durch seine Raumstation und um weiterzukommen, muss er erst eine Wand zerstören. Danach ist er immer noch unverletzbar, es sei denn, ihr schlagt ihn in einen,
keine Ahnung, irgend so ein Ding mit Energie. Ja, und dann schließt er sich euch an. Nehmt euch Zeit für die Levels und Bosse. Das Spiel bietet zwar viel Action, aber ihr müsst schon mit Köpfchen und Geschick rangehen. Es gibt auch noch einen simultanen Zweispieler-Modus. Eigentlich eine coole Idee, aber das Spiel büßt sehr an Geschwindigkeit ein, wenn man zu zweit spielt. Und ein weiteres Problem wiegt hier noch schwerer. Oft ist euer X-Man zu nah am Bildschirmrand. Heißt, ihr seht oft nicht, was vor euch ist und müsst warten, bis sich der Bildausschnitt wieder mittig positioniert hat. Das ist ab und an eh schon nervig. Im Zweispieler-Modus haut das aber wie gesagt noch mehr rein. Denn das Spiel will beide Helden im Blick haben. Ein Splitscreen gibt es ja nicht. Und so wird gar nicht oder nur selten nachjustiert. Überblick ade. Auch können manche Levels sehr lang sein. Es wird, wie erwähnt, viel geboten, aber wenn ich mich durch einen langen Abschnitt des wilden Lands gekämpft habe und dann draufgehe, muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Es gibt keine Checkpoints innerhalb der Levels. Bosskämpfe können auch lang werden. Der gegen Apocalypse zum Beispiel. Ihr müsst Kugeln ausweichen bzw. bestimmte Kugeln zerstören. Dann erst erscheint der uralte Mutant und ihr könnt ihn verletzen. Allerdings verduftet er recht schnell und wieder müsst ihr mit den Murmeln spielen. Auch wenn der Kampf ein paar coole optische Tricks bietet, da der Boss viel aushält und ihr zwischendurch immer Kugeln zerstören müsst, zieht es sich einfach. Und geht ihr drauf? Ja, alles nochmal. Man könnte das Problem mit der Länge auf das gesamte Spiel ummünzen. Denn es ist sehr lang. Kein Spiel für einen Nachmittag. Und es gibt leider keine Möglichkeit, einen Spielstand zu speichern. Passwörter gibt es ebenfalls nicht. Also ich habe ja keine Probleme, irgendwann aufzuhören und dann mit einem Level-Cheat wieder einzusteigen. Aber so richtig gewollt ist das ja nicht vom Spiel. Ansonsten bietet es auch noch was für Augen und Ohren. Die Sprites sind absolut hervorragend und auch wenn nicht alle Animationen überzeugen, es gibt welche, die wirklich schön animiert sind. Ein paar nette Hintergründe gibt es auch, grafische Spielereien nicht allzu oft, aber es gibt sie. Den Apocalypse-Kampf, den habe ich ja schon erwähnt. Sehr cool ist das Parallax-Scrolling in einem Abschnitt von Avalon, in dem man einen Schacht hinunterfällt. Musik und Soundeffekte sind auch nicht von schlechten Eltern. Zwar haftet westlichen Mega Drive-Spielen ja immer an, dass sie in der Audioabteilung nichts reißen können und ich finde auch, dass die meisten japanischen Spiele überlegen sind, was das angeht, aber dennoch bietet X-Men 2 ein paar schöne Tracks und Sounds. Was kann ich noch sagen? X-Men 2 Clone Wars ist sicher kein Meisterwerk. Kein Super Shinobi 2. Nicht jede Idee zündet, nicht alles ist gut durchdacht oder gut gemacht. Aber dennoch ist es ein guter Action-Plattformer, der die Lizenz richtig ausnutzt, ein paar schöne Ideen hat und einfach Spaß bringt. Es ist lang, es ist nicht einfach, aber es belohnt auch. Definitiv kein Lizenzmüll. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr sonst irgendetwas sagen möchtet, lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut euch mal ruhig auf meinem Kanal um. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht.